Ich habe mit Kreisky gesprochen, da war noch der Justizminister Broder, die sind auch gekommen, haben sich das angeschaut. In ein paar Tagen waren die Anzeigen alle zurückgezogen und wir haben gewusst, jetzt sind wir frei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Blogs Zeitgeschichte. Ich freue mich heute, einen der bedeutendsten europäischen bildenden Künstler in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Professor Christian Ludwig Attersee. Schön, dass Sie heute bei uns sind und dass Sie mir die Ehre geben, auch bei meinem Blog heute dabei zu sein. Herr Professor, Sie haben ein wirklich bewundernswertes Curriculum. Ich kann das natürlich nur in Kurzfassung sagen. Sie waren ja einmal großer Segelsportler und haben dreimal, glaube ich, die österreichische Staatsmeisterschaft im Segeln gewonnen, am Attersee. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, dass Sie dann den Künstlernamen Attersee gewählt haben. Das stimmt. Ich habe mit 7 Jahren Segeln gelernt, war mit 12 österreichischer Jugendstaatsmeister, war dann mehrfacher Staatsmeister, eben wie Sie erwähnt haben, in verschiedenen olympischen Klassen, im Flying Dutchman zum Beispiel, und habe hunderte internationale Regatten gewonnen, die sind ja eigentlich viel wichtiger wie die Staatsmeisterschaft, international. Ne? Und war damals der oder einer der wichtigsten Segler Österreichs, das war Ende der 50er, Anfang der 60er, und musste dann 63 mich entscheiden, wirst du Künstler, ich habe mein erstes Studium zu Ende gemacht an der Akademie für angewandte Kunst, habe zuerst Bühne studiert, dann Malerei und so weiter und hätte natürlich auch ein sehr berühmter Segler weiterbleiben können. Ich habe Angebote gehabt, aus Amerika große Yachten bei Regatten zu segeln und habe mir aber gedacht, ich bleibe in der Welt, die ich am meisten liebe, in der Welt der Vielfalt der Kunst, und habe mein Segeln, sozusagen mein Segelboot verkauft und habe damit mein erstes Atelier angemietet. Gibt es eine Verbindung zwischen den Lebenserfahrungen des Segelns mit dem künstlerischen Schaffen? Da gibt es eine sehr starke Verbindung, denn das ist meine Prägungszeit. Die zwei großen Blaus, das Wasser und der Himmel, sind meine stetigen Begleiter auch in der Malerei. Und wenn ich male, male ich eigentlich immer, ich male nicht auf weißer Leinwand, sondern ich male auf blauer sozusagen. Es gibt immer den großen Himmel oder das große Wasser und dazwischen eine Diagonale, sozusagen der Horizont, und so beginne ich meine Malerei. In diese Zweisamkeit trage ich dann meine Erfindungen ein. Herr Professor Attersee, Sie haben 1963, 65, haben wir das hier angeschaut, die ersten großen Bilderzyklen entwickelt. Sie waren in den 60er Jahren im Wiener Aktionismus mit Gerhard Rühm, Hermann Nitsch, Günter Brus und vielen anderen. Sie sind der Gründer der neuen Malerei in Österreich in den 70er Jahren. Sie haben Österreich vertreten bei der Biennale in Venedig, glaube ich, 1984, und 2 Jahre später bei der Documenta in Kassel, sind Professor an der Angewandten in Wien und haben auch eine sehr, sehr spannende Lehrtätigkeit. Sie haben alle möglichen Preise bekommen, große Staatspreise, normale Staatspreise, Preise von Bundesländern etc., die man bekommen kann. Wie geht es Ihnen als Künstler im Moment in Österreich? Wie haben Sie diese Corona-Situation durchgemacht? Naja, diese Situation ist für alle Menschen, die Einzelgänger sind und die selbstständig sind, ziemlich ähnlich. Wir haben sozusagen den Beruf nur zu Hause. Es gibt kaum Galerien, die offen haben. Es gibt natürlich auch keine Kunstkäufer, denn alles, was vorher wichtig ist, wird auch vorher getan. In so einer Zeit macht es den Menschen auch kaum einen Spaß, mit Masken verkleidet ein Bild anzuschauen oder zu kaufen. Das ist schon ein Rückschlag für uns, und wie es jetzt aussieht, geht das ja auch weiter. Man hat versucht hier zu helfen, aber man hat eigentlich an die Künstler und ihre Einzeltätigkeit nicht sehr gedacht, nur an Schauspieler oder Kabarettisten und an die großen Orchester und an die Staatsoper, an
Konzerthaus und so weiter. Aber dass es 50.000 freischaffende Künstler gibt, und ich rede jetzt auch von der angewandten Kunst, Keramiker, Holzschnitzer, Drucker und so weiter, und ich bin ja sehr an angewandter Kunst interessiert, nicht nur ungefähr 15.000 freischaffende Maler. Also da gibt es noch eine Menge andere Berufe, die man alle zur bildenden Kunst zählen muss. An die hat eigentlich niemand gedacht. Und ja, die warten natürlich auch auf bessere Zeiten. Ich habe so das Gefühl, ich hoffe zwar, dass es im Herbst für uns alle besser wird, dass wir wieder in die Öffentlichkeit können, denn ohne Galerien gibt es keine Öffentlichkeit, und ohne Leute, die Keramik zum Beispiel kaufen oder etwas bestellen, viele angewandte Künstler müssen ja auch ein Material kaufen. Ja. Das fällt alles aus, und ja. Das heißt, man kann sagen, dass die Lage der bildenden Künstler schwieriger ist als die ohnehin schon schwierige Lage vieler anderer Künstler. Naja, man kann das eben nicht ganz vergleichen, denn Schauspieler haben jetzt zum Beispiel hier und da Chance aufzutreten. Natürlich gibt es noch eine Menge Berufe wie Architekten, Freischaffende, und es ist natürlich, es erwischt fast jeden Einzelgänger, der Schauspieler, der nicht bei einer Bühne fixiert ist. Da gibt es ja auch sehr viele freischaffende Künstler. Das kann man alles zusammenzählen. Aber wie gesagt, die sind ja öfters auch im Fernsehen erwähnt worden und in Zeitungen. Mhm. Aber die bildende Kunst hat man eigentlich nie wirklich in ein Gesamtpaket geschnürt, und die ist größer, wie man eigentlich denkt. Und wie gesagt, wenn der Herbst nicht besser wird, wird es für diese Herrschaften sehr schwierig werden. Und ich selbst musste ja meine Ausstellungen auch verschieben. Ich habe jetzt eine, die in der Nähe von Alpbach haben sollte, auf den November verschoben. Ich hoffe, es ist möglich, denn für Künstler ist es nicht sehr gut, 10 Leute mit Masken oder 20 in die Galerie lassen und dann selbst dort stehen, die Menschen nicht erkennen. Der Galerist muss meinetwegen 6-8 Stunden drinnen stehen mit der Maske. Wir wissen, dass man das nicht aushaltet. Also das ist auch kein guter Beruf, in diesem Zustand eben den Tag zu verbringen oder sein Geschäft zu führen. Und ich habe zum Beispiel meine ganz große Ausstellung, die ich extra für die 100 Jahre Salzburg gemalt habe, das zum Thema Musik. Ich bin ja auch Musiker und habe da seit meiner Jugend, ich wollte ja ursprünglich Opernsänger werden. Das heißt, werden. Sie werden heuer in Salzburg sein? Ich werde in Salzburg sein, aber als Künstler, meine Ausstellung habe ich auf nächstes Jahr verschoben. Das ist eine große Ausstellung eben zum Thema Musik und auch Musikgegenstände. Das heißt, ich habe neue Instrumente erfunden und so weiter und so weiter. Salome küsst Carmen oder Carmen küsst Salome, so wird die Ausstellung heißen. Also es geht auch eine spannende Verbindung. Verquickung von Inhalten, auch Textinhalten von Opern und so weiter. Also eine neue Welt, die Musik, in dem die Musik verpackt ist. Und es ist für alle Menschen interessant, die ein bisschen Bildung haben, hier neue Wege gehen zu können mit mir. Das heißt, Sie sind auch ein großer Opernfreund. Es gibt ja ganz berühmte Inszenierung von mir, von der Salome, wo ich zum ersten Mal die Salome nicht habe sterben lassen. Ich habe den Inhalt umgeschrieben, die Musik darf ich nicht umschreiben. Ja. Aber das war ein großer, großer Erfolg. Es war einer der erfolgreichsten Opern in Deutschland. Es war, glaube ich, 2007 oder 2008 in Bremen in der Oper. Ja. Meine Sänger waren alle aus der Met in New York. Ja. Und es ist mir gelungen, die Salome zum Schluss, da gibt es ja diese letzten 36 Sekunden mit der berühmten Arie, in ein großes, 4 Meter großes Wasserglas zu stecken. Das heißt, es wurde auf die Salome gestülpt. Sie ist am Leben, sie ist aber vom Leben abgetrennt. Sie ist praktisch in einen Glaskasten, in einen riesigen Weinglas gefangen. Und ich habe auch den Kopf des Joachanan verwandelt in den Erdball. Sie schenkt ihr Leben, ihre Liebe, ihre sozusagen kurzen erotischen Erfahrungen und Sehnsüchte einem vorbeilaufenden Mädchen weiter und gibt so ihre Liebe zur Erde und ihre wenigen Erlebnisse auf dieser Erde an ein Kind weiter. Und da sind eben neue Geschichten in dieser Salome, die vorher nicht so sozusagen interpretiert wurden. Das heißt, Sie sind auch ein großer musikalischer Fan des Richard Strauss. Ja, auch, aber ich mache eben meine Stücke, ich adressiere die Stücke, schreibe die Regie um, versuche neu, man kann mit Bildwelten sehr viel machen. Ich bin aber ein Anhänger des gemalten Bühnenbilds. Die ganze Elektronik, die derzeit eingesetzt wird, brauche ich nicht.
höchstens, wenn es preiswert sein muss, da ein paar Projektionen. Ohne Namen zu nennen, aber da gibt es jetzt schon sehr viele Beispiele, wo auf der Bühne sozusagen die Technik im Vormarsch ist. Ne? Also, es gibt zu viel Technik, es geht in Wirklichkeit um die Musik und die Musik braucht gute Sänger und meinetwegen Sängerdarsteller. Inzwischen müssen die Sänger ja alle Schauspieler sein. Wäre gut, ne? Da stehe ja. Nicht mehr nur an einem Punkt und singen, sondern es gibt schon eine Regie und ein Leben auf der Bühne. Aber es ist nicht notwendig, zu viel Nebel und zu viel Projektionen, Kino, alles haben wir gleichzeitig gemischt. Das braucht ein Stück nicht. Das braucht eine sinnvolle, neue, klare Erzählung. Ich mache natürlich auch die Kostüme zu meinen Bühnenbildern. Das muss ja auch zusammenpassen. Aber ich bin für ein preiswertes Bühnenbild, um es einfach zu sagen. Das heißt, Sie sehen da eine Gesamtverantwortung oder ein Gesamtkunstwerk? Ja, und ich sehe, dass man auch 500.000 Euro zum Beispiel sparen kann. Ja, das ist der praktische und sinnvolle Nebeneffekt. Herbert von Karajan hat das ja auch immer gemacht. Ne? Der hat ja auch immer versucht, sozusagen dann auch die Regie zu führen. Ja. Der war die Musik das Wichtigste. Das ist auch richtig so. Ja. Aber einer ihrer Künstler und auch, glaube ich, vom Zeitablauf her Weggefährten, Hermann Nitsch, hat ja in Wien auch einmal die Herotheater inszeniert. Das war ja auch sehr beeindruckend. Hermann Nitsch hat sogar etwas sehr Bedeutendes für die Oper gebracht, nämlich allgemein und auch sogar für Kinofilme. Der Nitsch hat, also neben vielen anderen Inhalten, die er in die Oper eingebracht hat, das Rinnen des Blutes zum Beispiel bei dieser Operninszenierung. Ja. Aber das Rinnen auf der Bühne, meistens ist es ja Blut oder Farbe, ist ein Effekt, den es vorher nicht gegeben hat. Den hat der Nitsch eingebracht ins Bühnengeschehen und vieles andere. Und ich bin natürlich auch ein Fan von Nitsch, von seiner Musik. Ja. Ein großartiger Komponist und der berühmte Komponist Cher hat einmal gesagt, wir brauchen diese Leute mit einer Musik, die wir nicht schreiben können, denn das erweitert die Musik und das hat der Nitsch auf alle Fälle getan. Herr Professor, wenn Sie jetzt die Szene der bildenden Kunst in Österreich sich anschauen, der letzten Jahrzehnte, in welche Richtung hat sich die Szene entwickelt? Also die Kunstszene in Österreich, wenn man das so will, ist eine kleine, tapfere, die versucht natürlich ins Ausland zu kommen, Kontakte zu finden, denn in Österreich allein kann man nicht überleben. Wir haben inzwischen ja durch unsere Galeriewelt ein sehr breites Spektrum bekommen, auch nach Hongkong oder nach China auf die Kunstmessen und auch Amerika natürlich oder London und Paris, Schweiz und Deutschland sind so die wichtigsten Länder für Kunsthändler und Kunstmessen. Da gibt es natürlich dann einen Austausch der jungen Künstler, die ja mit verschiedenen Werken präsent sind und da kann man kein vereinheitlichendes Bild finden. Was ich finde, ist in Österreich, dass eine gewisse Zurückhaltung herrscht derzeit. Man hat das Gefühl, die bildende Kunst ist ein bisschen eingeschlafen, wenn ich das so erzählen darf. Von den Künstlern oder von den Auftraggebern her? Ich glaube, Kunst ist nicht dazu da, um Geld zu verdienen. Ja. Das ist einer meiner zwei wichtigsten Sätze, wenn ich unterrichte. Der zweite ist, ab jetzt gehen wir bei Rot über die Ampel. Ja. Das gibt den Menschen Mut und sie haben den Auftrag, auch neue Wege zu finden. Wer bei Rot überlebt, der wird dann auch ein guter Künstler. Ja. Und jetzt zurück zur Kunstwelt. Es ist so, dass früher wir haben gelebt in Gruppen. Es hat ja keine Galerien gegeben. Wir haben keine Käufer gehabt, es hat auch keine Sammler gegeben. Die 60er sind ja deshalb nur so berühmt in ihren Kunstgeschehen, weil Künstler, und das ist so ganz wichtig, für Künstler arbeiten mussten. Das heißt, wir haben uns fast täglich wieder gesehen. Jeder hat etwas anderes gemacht. Es hat die Gruppe der Aktionisten gegeben, es hat die Dichtergruppe gegeben, Röhm und Konrad Bayer und so weiter, Oswald Wiener natürlich. Es hat eben neben den Aktionisten dann Einzelgänge in der Malerei gegeben. Ich war der Wichtigste, weil ich sozusagen der Gegenpol war zum Wiener Aktionismus mit meiner Bilder, die dann später missverstanden als Pop-Art-Kunst bezeichnet wurden. Das waren sie nie, sondern meine Bilder waren Kritik an der Pop-Art-Kunst. Zum Beispiel, dass es in der amerikanischen Pop-Art-Kunst keine Erotik und keine Sexualität gibt oder nahezu nicht. Ne? Erst sehr viel später,
ist für mich aber die Erotik das Wichtigste, was Malerei zu verarbeiten hat. Und eben kann für Erotik kann jeder Künstler neue Wege finden und die Erotik erweitern. Und die Erotik, die Erweiterte, hilft ja wieder, den Alltag der Menschen zu bereichern. In dieser Zeit war es so, dass wir Künstler untereinander eine Art Wettkämpfe oder auch so Gruppen gebildet haben und so weiter. Aber immer waren wir herausgefordert, etwas Neues zu bringen. Das hat fast 10 Jahre gedauert. Erst Ende der 60er haben wir bei Mutige Menschen Galerien aufgemacht. Wir haben 2 politische Galerien gehabt. Das war der Monsignore Mauer mit der Stephansgalerie und die junge Generation, das hat der Stadt Wien gehört. Und dann war es schon. Und das war natürlich ein bisschen wenig Platz für viele junge Künstler. Und es hat 1-2 private Galerien gegeben, so wie das Griechenbeißel, das war die berühmteste private Galerie. Aber das kann man jetzt heute nicht vergleichen. Heute haben wir ca. 150 Ausstellungsmöglichkeiten in Österreich, darunter sehr gute Galerien. Und dann wird es schlampige Galerien, Mietgalerien, es gibt Wirtshäuser, die Ausstellungen machen und so weiter. Aber es gibt viel, viel mehr Platz und es gibt natürlich auch viel mehr Künstler. Aber es fehlt das, was wir damals gemacht haben, Kritik am Staat. Die Kunst war ja sehr politisch in Wirklichkeit, oder sagen wir gesellschaftspolitisch. Und die Kunst hat damals versucht, die Künstler haben das für sich versucht, neue Freiheiten zu erfinden und auch Freiheit zu bekommen. Das heißt, die Kunstszene ist heute stärker angepasst. Ja. Kunstszene hat natürlich auch diese Aufgaben nicht mehr. Wir haben versucht, zum Beispiel Homosexualität frei zu machen. Ja. Wir haben versucht, Abtreibung war noch ein Thema. Es gibt also viele Dinge, die heute kein Thema mehr sind, wurden in den 60er sozusagen als lebensbehindert betrachtet. Und ich kann Ihnen sagen, genau an welchem Punkt, an welchem Tag das sogar war, wie Kreisky gekommen ist. Ich habe eine Galerie in Wien gegründet mit ein paar Künstlern. Das war 1972, sozusagen in derselben Straße wie die Stephansgalerie. Die Stephansgalerie ist wieder so zurückgefallen in ihre alte Handschrift, hat uns jungen Künstlern den Weg weggenommen. Ich habe ja 2 in der Stephansgalerie ausgestellt, auch einmal mit Walter Pichler. Das alles konnte nicht mehr weitergehen in der Stephansgalerie, so haben wir meine Künstlergalerie gegründet. Da war der Rainer dabei, der Schiralonkeli, Attersee und Bruce und Nietzsche. Und wir haben eben dann, die erste Ausstellung war eine Gemeinschaftsausstellung, die zweite war eine Nietzsche-Ausstellung, das war 1972. Ja. Wir haben 8 Anzeigen bekommen und nicht gewusst, wie soll es jetzt weitergehen. Die alte Zeit ist wieder da. Bin ich zum Kreis gegangen, weil ich gewusst habe, er ist ein großer Kunstliebhaber. Er hat ja auch sehr was Lustiges gemacht, wie der Kokoschka nach Wien gekommen ist. Ja. Hat er gesagt, er war ja in der Emigration in London, hat er zum Kreis gesagt, ich bin so froh, dass ich kein Österreicher mehr bin und ich lebe jetzt in London. Sagt der Kreisky zu ihm, du irrst dich. Wie ich aus der Emigration gekommen bin, aus Schweden gekommen. Und hat an dem Tag, wo er gekommen ist, den Kokoschka, den er sehr verehrt hat, als Untermieter in seiner Wohnung angemeldet. Das ist eine der alten Geschichten im Jahr 45, 46. Und eben, ich habe mit Kreisky gesprochen, da war noch der Justizminister Broder, die sind auch gekommen, haben sich das angeschaut. In ein paar Tagen waren die Anzeigen alle zurückgezogen und wir haben gewusst, jetzt sind wir frei. Was ist passiert? Die Kunst hat sich verändern müssen. Denn all das, was wir gemacht haben, um unseren Platz, unsere Freiheit, unsere Äußerungen auch auf erotischem Gebiet und so weiter in die Öffentlichkeit bringen zu können, es war alles erlaubt. Also mussten wir neue Mittel finden, neue Wege, neue Themen. Und dadurch hat sich die Kunst sehr schnell verändert. Ich glaube, Herr Professor, das ist die wichtigste Aufgabe der Politik, so wie ich sie verstehe, ist es, den Raum zu schaffen und den Raum zu garantieren. So ein bisschen im Sinne des Spruchs, der über der Wiener Sezession steht. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Ja, das kann man immer gelten lassen. Es geht aber um etwas mehr. Es geht darum, die Menschen wollen immer mehr und mehr in irgendeiner Form unterhalten werden. Unterhaltung
kann man sehr ernst nehmen oder man kann es ins Gebiet des Humors oder in den späten Zeiten des Wiener Films mit einem Glas Wein stellen. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Aufgabe der Kunst ist, immer neue Freiheiten zu erfinden oder sich eben kritisch mit gegebenen Situationen auseinanderzusetzen. Diese zwei Plätze sind für mich die wichtigsten, die man der Kunst sozusagen abverlangen kann. Das wäre aber jetzt der Auftrag an die Politik. Wie sehen Sie heute die Politik in Österreich? Wir haben jetzt gerade gefeiert, 75 Jahre Zweite Republik. Sie haben jetzt ein bisschen einen Überblick gegeben, was sich in der bildenden Kunst getan hat in diesen Jahrzehnten. Aber wie sehen Sie die Situation der Politik in Österreich also oder in Europa? Also die aktuelle Kunst, Europa kann man nicht ganz mit Österreich vergleichen, da gibt es viel Unterschiedliches. Der aktuelle Umgang mit Kunst ist für mich ein bisschen ein Problem in Österreich, in der österreichischen Politik, denn es geht sich hauptsächlich immer nur aus für große Dinge, wie die Oper, ich habe schon vorher erwähnt, für das Konzertshaus, für Orchester, sozusagen die kleinen, einzelnen Dinge, die aber oft die Welt entscheidend sein können, die werden natürlich und können vielleicht auch gar nicht unbedingt täglich gefördert werden, aber man sollte ein bisschen einen breiteren Blick haben. Man sollte groß und klein nebeneinander stellen. Sind die Museen da gefordert? Sind die Museen da stärker gefordert? Die Museen halte ich in Österreich für sehr gut unterstützt, wenn man weiß, dass in Amerika kein Museum unterstützt wird. Ja. Also es gibt schon Museen, wie zum Beispiel das Kunstforum, das ich für eines der wichtigsten halte. Das wird eben zum Beispiel nicht öffentlich unterstützt und kann auch leben. Ja. Also das geht mit Privatwirtschaft auch. Ich glaube, mit Museen sind wir in Österreich gut ausgerüstet. Jetzt auch mit dem neuen Künstlerhaus, ja, mit der Albertina. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Wir haben auch die besten Musikveranstaltungen. All die großen Dinge sind, glaube ich, doch ziemlich gut. Natürlich wollen die sozusagen Chefs der Museen und die Dirigenten oder die Museumsleiter oder die Konzerthausbetreiber, die wollen alle mehr Geld, immer mehr Geld. Das verstehe ich ja auch, weil man kann immer mehr noch tun. Aber es geht um die Moderne auch. Aber hinter junger Kunst, die auch nicht nur in Österreich, sondern rund um Österreich entsteht, da werden ja wahrscheinlich nicht so viele Geldgeber und Investoren vorhanden sein. Ich glaube, da haben wir schon öffentliche Verantwortung, denen auch den Platz und den Raum zu geben. Wir müssen eine öffentliche Verantwortung haben und wir müssten auch Geld haben für, wie gesagt, die aktuelle Kunst. Das ist immer beim wichtigsten Thema, denn die aktuelle Kunst bestimmt, wie unsere Zukunft auszusehen hat. Und hier wird vieles unterschätzt, findet nichts statt, dass ich also unterschreiben könnte, dass ich das für eine gleichwichtige, wenn es nur darum geht, alte Kunst zu erhalten, ja, die Welt der Opern oder die Welt der Konzerte, es gibt natürlich grandiose Musik in Österreich und es gibt grandiose Theaterstücke und wir haben in Canetti gehabt, wir haben das unendliche Listen von Namen aufzählen. Aber für uns muss wichtig sein, dass die neuen Namen eine Chance haben, die neuen Namen sozusagen eine Öffentlichkeit bekommen. Dazu braucht man eben auch ein bisschen Geld. Die Komponisten brauchen viel mehr Geld, weil sie müssen ja Symphonien oder Quartette aufführen können. Der Künstler hat es einfacher, der malt ein Bild und geht ins Museum oder in die Galerie. Ja. Das sind Unterschiedlichkeiten. Wenn jemand einen Roman schreibt, braucht er auch ein oder zwei Jahre, muss er auch durchgefüttert werden, bis der Roman fertig wird. Also das gehört alles ein bisschen schon... Herr Professor, das ist jetzt eine Botschaft an die Politik, die ich so mitnehme. Unser Kanal ist ja einer, den ich in meiner Rolle als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender jetzt hier führe. Und wir können hier politische Botschaften anbringen. Sie werden in einigen Wochen 80, feiern Ihren 80. Geburtstag Ende August und sprühen vor Visionen. Ich darf bei der Gelegenheit hinweisen, Professor Attersee hat sein jüngstes Werk, seine Biografie, gerade dieser Tage vorgestellt, die im Brandstätter Verlag erschienen ist. Ein wirklich beeindruckendes Werk. Herr Professor, was haben Sie sich für die nächste Zeit vorgenommen? Naja, also jetzt einmal ist es so, dass ich diese sogenannten verschobenen Ausstellungen alle nachholen möchte und ich hoffe, dass die Zeit so wird, dass wir wieder mal ausstellen können, ohne dass wir eine Maskerade in der Galerie haben oder im Museum. Ja.
Das brauche ich auch, denn sonst macht es keinen Spaß. Und ja, es gibt ein paar Wünsche. Ich würde gern einen meiner Lieblingskomponisten, das ist der Erik Satie, und ich würde es gerne einmal seine kürzeren Orchesterstücke in einer Oper-Ballett-Situation inszenieren. Das heißt aber so, dass sie auch von Oper zu Oper wandern kann. Es gibt wunderbare Musikstücke und ich versuche das eigentlich schon seit einigen Jahren. Ich habe nie, und ich war auch in Lyon in der Oper und so weiter, das habe ich nicht nur in Österreich probiert. Es gibt keinen Dirigent, der diese Musikstücke alle kennt, und das ist sehr traurig, weil die Dirigenten ja immer nur das können müssen, womit sie auch auftreten können. Hier sind wir auch bei einem vergessenen Mann, da können wir fast 100 Jahre zurückrechnen. Damals wurde er von Cocteau zum Beispiel gefördert und so weiter. Er war der Lehrer von Debussy. Mhm. Dieser Mann, Picasso hat einige Ballette von ihm sogar illustriert, also Bühnenbilder gemacht. Dieser Mann ist bis heute nur mit seiner Klaviermusik bekannt und seine vielen, und es ist eine große Anzahl, Orchesterstücke und auch eine Oper namens Socrate, die würde ich in die Mitte stellen, dieser Kombination. Das wäre etwas, was ich wirklich gern in die Welt stellen würde. Also wir werden über unseren Blog sicherstellen, dass diese Botschaft ins Theater an der Wien, in die Staatsoper kommt und dass wir, ja, dass wir das dort, das wäre dort schön. Ventilieren. Lieber Herr Professor, zum Schluss, Sie haben den Pablo Picasso angesprochen. Der hat einmal gesagt, Kunst ist das Mittel, um den Staub des Alltags von der Seele zu wischen. Sehen Sie das auch so? Ja, also ich sehe das anders. Für mich ist Kunst etwas, wenn es mir gelingt, und ich male ja nur, ich könnte mir alles denken, ich male ja nur deswegen, weil im Malweg, also in der Erfindung, in der Suche, in meiner selbstgestellten Aufgabe, die Welt täglich neu zu erfinden, gelingt mir dann etwas, dass ich Zeit entschwinde. Das heißt, ich versuche so immer näher dem Jetzt zu kommen und in dem Jetzt so aufzugehen, dass ich kein Problem mehr habe mit einer Lebenslänge und so weiter oder mit dem Tod, sondern ich versuche eben in der Malerei so weit zu kommen, dass ich ein Gesamtorgasmusgefühl habe, das nur mit der Malerei funktioniert, aber mit einem einzigen Hintergrund, der wichtigste ist: ich brauche immer ein Ersterlebnis. So wie wir geprägt wurden vor 60, 70 Jahren. Und da fühle ich mich dann wie 18, Gott nahe oder Gott gleich, es ist unverschämt, was ich jetzt sage, aber es geht darum, eben kein Sterblicher zu sein. Das gelingt mir in der Endphase eines Werks, wenn mir so eine Erstprägung gelingt. Daher kann man auch meine Bilder nebeneinander stellen, jedes wird anders sein. Ich male immer nur an einem Bild. Mhm. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich glücklich. Und nur so bin ich glücklich. Und habe sozusagen das Gefühl, ich bin ein Unsterblicher. Und es gibt ja den schönen Satz für mich: ich lebe ewig bis zu meinem Tod. So kann man das erklären. Ja, ich gehöre zu den Menschen, ich habe schon den Canet erwähnt, der war auch den Tod auch nicht akzeptiert, den tue ich auch nicht akzeptieren. Das darf ich mit 80 auch ruhig sagen. Aber was eben mich am Leben haltet, ist diese Schöpfungsjagd, diese Suche nach immer etwas Neuem, dieser einfache Weg, denn ich komme aus einer Gruppe, ich lerne ja nur dazu, aus meiner Umgebung, von den Menschen, die ich kenne, und von der Welt ihrer Gegenstände. Ich habe ein Dreieck, das ist der Mensch, die Tiere und die Landschaft. Und dann gibt es bei diesem Dreieck ein viertes Eck, das ist die Welt der Gegenstände. Und daraus bildet sich meine Kunst. Herr Professor, es gibt kein schöneres, kein klareres, kein präziseres Schlusswort. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie heute bei mir im Blog waren. Und so wie alle Gäste möchte ich Ihnen am Abschluss etwas schenken. Ich bin ja politischer Mandatar, Gemeinderat in Wien. Mein Wahlkreis ist Hietzing, der 13. Bezirk. Und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation gibt es 12 Bienenstöcke, wo hunderttausende fleißige Bienen einen genfrei und biozertifizierten Honig gemeinsam mit einem tollen Imker produzieren. Der gibt viel Kraft. Das werden Sie so nicht brauchen, weil Sie vor Energie sprühen. Aber Honig ist ein gutes
ein gutes Symbol fürs Leben und für die Schöpfung und für das Glück. Und das möchte ich Ihnen zum Abschluss geben und bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Ich danke Ihnen. Danke. So, ist mal so. Ja, danke, ich bedanke mich auch bei den Imkers.